Ja, und damit dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Division 2 und der Phil war, während ich gerade kurz eine kleine Pause gemacht habe, fleißig und hat hier mal kurz alles, ja, gelootet. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal wieder nur noch sammeln, jetzt erstmal. Na gut, du suchst halt alles ab, ne? Komplett. Ja, komplett. Ja, sicher ist sicher. Kann man alles immer mal gebrauchen. Das heißt, ich muss jetzt nur noch einsammeln. Ja, heute wollen wir dann zumindest an den nächsten Teil gehen. Das heißt, diesen SHG-Behälter. Aber hier ist auch immer noch was Blaues. Das ist da. Moment, wo ist denn das? Da oben. Da blinkt es auch schon die Leiter entgegen. So. So. Ich glaube. Ja. Los, ja. Ich glaube, ich habe alles mitgenommen. Was ist jetzt hier noch so? Ich glaube, ich gucke mich nochmal um. Nö, ist eigentlich nichts weiter. Gut, dann weiter. Nein, nicht weiter, weil du hast wieder. Ja, hast du irgendwas gefunden dann? Nö, nö, ich stelle mir hier nur Ressourcen ein. Nahrungspunkt. Achso, weil. Na gut, hier ist wieder eine Konserve. Zack. Ja, ich höre nur dieses Geräusch, als wäre da irgendwo eine Kiste geöffnet wurde. Achso. Kontrollpunkt entdeckt. So, weiter geht's mit dem. Wie viel in so ein Rucksack passt hier. Ja. Gut, dann haben wir jetzt auch einen feindlichen Kontrollpunkt vor uns. Ach, da oben ist ein Zielscheibe, Zielübung. Ah, okay. Jetzt verstehe ich gerade, was das Gebiet. Von Outcase kontrolliertes Gebiet. Dann holen wir uns mal Hilfe. So. So. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Feindlicher Anführer, Dick. Ah, das Geld, was hier vorne rumhält. Hey, 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 hey. Wo bin ich denn da reingeraten? Oh. Komm mal. Ja. Kurz ein bisschen Verteidigung aufstellen hier. So. Du hast einen halben. Okay, der eine ist weg. Bitte, ich muss mich kurz weg, mal kurz heilen. So, der eine sitzt noch. Ja, dann bitte irgendwo her. Die Ziele sind auch da. Jawohl. Helfen. Leider aber dann ein paar Minuten zu spät. Okay, oder auch nicht. Dann müssen wir nochmal verteidigen jetzt. Die Frage ist, von wo kommen wir? Wahrscheinlich auch im Tunnel selber. Ja. Ich sehe sie gerade nicht. Auch nicht. Halten Sie davon fern! Nee, von hinter uns kommen sie. Nebel. Hört auf die Ihr wollt Abgaben? Könnt ihr haben? Ja. Hörst du, aber ich sehe sie noch nicht. Oh. Geradezu läuft irgendwas leicht. Ich spring da oben runter, okay. Boah, der Nebel ist aber böse. Jetzt ist auf einmal ziemlich dicht gerade. Der macht's gerade so ein bisschen schwieriger, die Gegner sind. Aber das ist wahrscheinlich auch der Reiz an der Sache. Und der Regen noch dabei. Oh, da ist hier gar nichts gerade, ja. Schau dich. Wild reinschießen, aber warte, 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 warte. Ja, und da irgendwie hoch, also da scheint wohl noch Minimum einer zu sein.
Ah, hier ist eine Treppe. Okay. Ja, die sind hier oben bestimmt. Ja. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Haben sie den Weg der Treppe nicht gefunden wahrscheinlich. Da kommt er. Ja, die sind hier vor mir. Lute! Ja, gleich. Stirb erstmal. Lute. Ah, da kommt noch wer. Ja. Jetzt haben wir's. Kaputt. Efeu-Tunnel. Jetzt können wir looten. Zugang Handschuh. Zum Nachschubraum freigeschaltet. Nice. Hier ist noch ein Koffer links. Neue Kappe. Na, mit. Ja, ein Lootraum, ja. Nur hier unten so eine Suppe. Ja. Ja, geht. Mehr oder weniger. Aber ein bisschen zu ungefähr. Wir wissen nicht, was Raum. Da sind wohl da vorne links noch Gegner angezeigt worden. Aber das Fragezeichen ist auf der Höhe. Zwei Gegner noch. Hier ist auch wieder was zum Looten. Ich bin gerade im Office. Elektronik. Nehme ich mal Erfahrungspunkte. Zusätzliche Feindkontakte. Da ist er vorgetrunken. Oh, Levelaufstieg. Und hier ist der Lootraum. Weihnachten. Mhm. Eine Schrotflinte. Die kann ich aber erstmal als Schrott plündern. Die kann man mitnehmen. Ich gerade beides. Halt. Da ist noch ein Ressourcenkonvoi. Gleich. Moment. Zack. Das ist aber ein freundlicher schon. Also ist auf unserer Seite. Okay. Ich habe nur gerade einen. Einfach nur die Anzeige gehabt. Gerade. Mindest. Ja. Super. So.
Saunaschal. Sehr schön. So, jetzt habe ich meine Zwecke auch umgebaut. So ein bisschen. So, yeah. Du kannst so viel rumspielen mit dem Charakter auf jeden Fall. Das dauert alles immer ein bisschen. Mhm. Sorry, wenn das auch manchmal ein bisschen langweilig ist, dann aber, no. Das muss auch aber dann mal einfach sein, dass man aber dann mal sein Charakter. Ja, gut, du bist das ganze Zweck hier im Droppen, ne? Von dir aus. Ja, ja, ich schmeiß hier immer ein bisschen was hin. Ja, ja, alles gut. Ich kann nur momentan noch nicht so viel gebrauchen. Dafür geht's am Stein nach oben, wenn du es gebrauchen kannst. Oh ja. Na, es sind ja so noch. Ich bin jetzt bei Level 24, dann sieht das schon wieder ein bisschen was anders aus. So. Moment, das Ding da mitnehmen. Ich habe jetzt meine Suchermine drin. Ich habe jetzt mein Feuergeschütz noch drin zusätzlich. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Teil. Und das heißt dann SHD-Behälter oder Shade-Tech-Behälter finden. Das machen wir jetzt, wenn der uns da langleiten würde. Okay, das tut er auch. Hier liegt wieder auch was zum Öffnen, zum Finden. Mhm. Mal an die Wände gucken. Ich will nämlich gerne mal Schlüsselkästen hängen. Ah, okay. Brauchen wir für diese Outcast-Kisten oder. Siehst du, da ist nämlich schon einer? Ja. Findest du dann einfach mal zufällig in der Mission oder sowas? Und da ist dann immer relativ guter Loot drin. Okay, ja, ich habe gerade aufgemacht. So, der ist weg. Was haben wir denn hier? Polycarbonat, noch Teile dazu, okay. Oh, geheime Tür. Schloss aufschießen. Lootraum. Ah, warum nicht? Alles mitnehmen, dann kannst du gleich wieder schön umbauen. Genau. Und selbst wenn man es nur verkauft oder zerstört, dann wenigstens Materialien. Ja. Genau. So. Ist mal ganz cool, wenn man diesen Offizieren was spendet von den Kontrollpunkten, dass einem die Kisten und so angezeigt werden. Ja, das mache ich auch sehr oft. Wenn ich sehe, die laufen da rum, wollen dann was gerade haben, dann kriegen sie auch von mir. Genau. Klar. Und halt Erfahrungspunkte, ne? Schön. Ja. Oh, hier ist noch ein Schlüsselkasten. Hier soll SHD sein, irgendwo. Laute Anzeige sind es aber noch immerhin noch 70 Meter. Ah, okay. Also das ist, glaube ich, nur so ein Durchgang.
Ich vermute auch, dass das Ding irgendwie draußen ist, dass es irgendwie eine Abkürzung hier ist oder so. Moment. Oh, hier ist ein Kasten. Ja, genau. Und da vorne ist auch... Alter! Nehmen uns, die Tür ist aufgegangen. Okay. Ja, können wir nicht auch so machen. Okay. Überraschung. Auf jeden Fall. Ja. Warte mal, dann geht's hier weiter vorne zu dem LTT-Welt. Jetzt bist du aber hier unten. Laut Infos ist das hier unten. Warte mal. Hä? Wo ist der denn? Moment, der muss doch. Ne, doch oben. Warte mal. Das sind 6 Meter von hier, also müsste das Ding hier eigentlich irgendwo liegen. Ich hab den schon, deswegen zeigt er ihn mir nicht an. Ja, ich hoffe, dass es hier irgendwo ist. Warte mal. Ja, ich hab ihn. Ah. Okay, ich dachte, wir hätten noch ein paar Gegner dabei, aber irgendwie dann doch nicht. Okay, immerhin. So, dann haben wir das Thema auch erledigt. Dann haben wir als nächstes. Wo hab ich denn da Bock gerade drauf? Hast du das Safehouse links von uns schon eingenommen? Du meinst, Truman? Genau. Nein. Genau, dann machen wir das. Den holen wir das Safehouse und marschieren dann runter zur Gewächshausgemeinschaft. Mhm. Würde ich jetzt mal so ganz spontan sagen. Weil das liegt auf mich. Ich wollte eigentlich tatsächlich woanders noch hin, zu dieser Patrouille, aber dann machen wir das doch auf dem Weg hier. Safehouse sind nämlich wichtig. Als. Warte mal, liegt eine Tasche noch? Ja. Und ein Schlüsselkasten? Was? No. Ist ein Schlüsselkasten? Ja, ich sehe die nie. Deswegen renne ich da immer ein bisschen vorbei an manchen Dingen. Aber wenn man da nicht speziell drauf achtet, dann, ja. So. Oh, Tageslicht. Unglaublich. Gut. Gut. Und auch noch schönes Wetter. Cool. Ja. Und dein Hund läuft auch rum. Gegner irgendwo da hinten. Okay. Feind ohne Deckung. Sind da. Kavabums. Gut, dann geht's weiter hin, eigentlich da lang zum Safehouse. Oh, ich weiß, komm, geh da hoch, Kollege. Ja. Fuck the bottom. Wenn man immer schnell vom Weg abkommt, nur weil da eine Kiste ist. Da nochmal schnell, da nochmal. Naja. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder Safe Out suchen, dass ich das zumindest auch mal safe hab. So. Das nächste Safe House. Zack. Hier gibt's nicht viel, aber etwas davon könnte hilfreich sein. Ich gleiche die Daten mit dem ab, was wir rausgefunden haben. So, dann gehen wir noch eine Mission mal so aufmachen. Gruppenerweiterung inaktiv. Hm? Von den Eingang frei hier. Mhm.
Hallo sagen wollten hier. Gruppenerweiterung aktiviert. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut. Ich habe meine Suchermine mal kurz da eingebaut. Ist cool. So. Ja, vor allem war die dreimal explodiert in dem Moment. Genau, das wollte ich eigentlich mal Sixes machen. Okay. So, das ist da hinten links irgendwo. Ja, in erster Linie müssen wir erstmal auf Level 30 kommen und dann wird es wahrscheinlich erst richtig lustig. Oh, Gegner von links, ja. Lauf nicht weg, Dicker. Ich glaub's trotzdem. Agent, die zivile Miliz kämpft im Gewächshaus an der Konstitution. Ah, okay, das gehört schon dazu. Es sieht nicht gut aus. Sehen Sie mal nach, Agent. Es klingt, als bräuchten Sie unsere Hilfe. Hey, Moment, Sie sind von der Division. Richtig. Outcasts haben unser Gewächshaus überrannt und das Bewässerungssystem lahmgelegt. Können Sie uns helfen? Tun Sie, was Sie können, um Ihnen zu helfen. Oh, coole Musik noch im Hintergrund. Wir können hier leider keine Musik im Let's Play einbinden. Das ist das Problem. Da müssen wir trotzdem mit der Ingame-Musik leben. Und doch alles so viel, ne? Stimmt. Und achtet. Hä? Kommt doch gerade so viel Musik im Spiel. Ja. Oha. Ja, der eine noch da vorne. Und links auf der Treppe sitzt auch noch einer. Versuche ich gerade zu bekommen. Ist tot. Bewässerungssystem analysiert. Defekt erkannt. Reparieren Sie das Bewässerungssystem, sonst hat dieses Gewächshaus ausgedient. Das wollen wir ja nicht. Nö. Nun. Bewässerungssystem beschädigt. Vielleicht muss das Bewässerungssystem neu kalibriert werden. Moment, ich suche hier gerade den da oben. Oh. Oh, Feinde. Wie auch die Gärtner sein können. Ja, ich hab's jetzt gar nicht als Feinde wahrgenommen. Ich dachte mir, oh, sieh's mal drauf, guckst, ob sie rot sind. Und dann waren sie's. Ich glaube, ich habe schon wieder Feindkontakt. Ja. Hier. So, dann ist hier. Bewässerungssystem beschädigt. Warum überrascht mich das nicht? So, da hinten. Wobei ich vermute, dass wir gleich noch
mal Feinde kriegen. Mhm. Glaube ich auch. Das brauchen wir nicht. Die Schoner, die sind schlechter als meine aktuellen. Wir müssen irgendwie hoch, aber die Frage ist wie. Hoch oder runter? Runter würde gehen. Dann nehmen wir doch den Weg runter, ist schöner. Da. Ist doch keine Feinde. Zumindest nur. Rüstungssystem beschädigt. Bitte Überdruck ablassen. Schon passiert. Können Sie es irgendwie stabilisieren? Die Miliz, die Straße bewacht hat, wurde überrannt. Outcasts kommen auf Sie zu. Okay, kümmern Sie sich erstmal um die Outcasts. Ach, die kommen von da unten, wo wir gekommen sind. Gut. Panzer, Heini. Oh, der kommt. Kommt, der kommt, der kommt. Ja, ja. Zu spät. Ich bring mal was mit. Helm hat doch schon mal nicht. Ach. Nein, nein, nein. Ich muss mich gut ein bisschen... Neue Panzerplatten rein. Ja. So, das müsste hier jetzt sein. Ja. Wasserdruck stabilisiert sich. Ah, das ist abgeschlossen. Sehr schön. Und Level 24. Jetzt me, Mario. Vertrieben sind und das Bewässerungssystem wieder funktioniert, sollten die Leute hier wieder alleine klarkommen. Wenn wir bei Klempner sind. So, haben wir noch. Ja, Loot haben wir. Alles mitgenommen. Nur wieder eine neue Trophäe. So, dann baue ich mal gerade mein Dings um und dann machen wir hier Feierabend für heute. Dann sind wir nämlich wieder bei der magischen Marke. So. Na, ja, wir nähern uns. So langsam irgendwann. Ja. Hier ein bisschen modden. So. Yes.
So. Ja, es ist nett, dass du mit Drops, aber alles Level 30. Alles Level 30 Zeugs. Kann ich alle so noch nicht gebrauchen. 6 Level noch, ne? Ja. Mhm. Guck mal, was diese. Machst du kaputt? Hast du Ressourcen? Ja, ich baue die ein, wenn ich soweit bin, und dann mache ich den Rest einfach kaputt. Gut. Dann haben wir noch hier was und dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Aber wir müssen noch ein Einsatzgebiet verlassen, ne? Ja, haben wir aber schon gemacht. Gut, dann war's das heute.